Geeks und willkommen bei einer neuen Review von mir und meinen kleinen Freunden hier. Banana! Genau so sieht's aus. Ihr seht schon an Dekoration, heute geht es um das Thema Minions. Nicht um den Film, nicht um diese Herrschaften, obwohl ihr euch wahrscheinlich fragt, wo holt ihr diese geilen Figuren her? Die auch sehr groß sind und sehr schwer sind. Frag ich aber noch nicht. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ich antworte garantiert. Nein, heute geht es um Minions Megablock. Ja, Megablock hat sich die Lizenz für die Minions in Lego-Form patentieren lassen, beziehungsweise hat sich die geschnappt und gesagt, komm, wir machen jetzt ein paar Minions. Und ich musste mir einfach dieses Set kaufen, weil das ist einfach so das geilste Set, was ich gefunden habe, beziehungsweise die ganze Szene im ganzen Film. Wie ihr schon ungefähr erkennen könnt, geht es da um Bido, 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 Bido. Die Feuerwehreinlage von den kleinen Minions, wo das Telefon anfing zu brennen, beziehungsweise das Büro anfing zu brennen. Der Kevin, glaube ich, heißt er, mit den Äxten quasi alles zermöbelt. Und der andere dauernd nervt und die Fresse kriegt. Das Set beinhaltet jetzt drei Minions und so eine kleine Bastelei für das Büro mit Tür und Telefon. Ist nicht ganz günstig, sage ich euch direkt. Ich habe es auch schon aufgemacht, deswegen seht ihr hier nichts. Da ist eigentlich eine Figur drin, die ihr dann seht. Und ich habe auch direkt einen Kritikpunkt dazu, aber gleich mehr. Es ist nicht ganz günstig, sagte ich. Und so ein Set kostet, also es hat jetzt Teile, 113 Teile. Ich habe es jetzt aus New York mitgebracht. Ist geeignet für Kinder ab 5 plus. Da steht halt 0 bis 3 Jahre kein Kind. Ab 5 Jahren ist es geeignet. Kostet 17 Euro. Sind mittlerweile schon fast Lego-Preise. Damals, am Anfang war, wo die mit angefangen haben, mit Halo und so weiter, waren die recht kostengünstig. Aber man sieht schon, dass die Lizenz echt Kohle kostet. So, guck mal, ich habe das schon ein bisschen aufgemacht. Hier, da fällt gleich ein Arm raus. Das sind jetzt so die ganzen Kleinteile. Also, eine Tüte mit Kleinteilen. Na, komm her. Dann eine Tüte mit etwas größeren Sachen. Und eine dritte Tüte mit noch mehr Kleinteilen. Es gab dann noch eine vierte Tüte, wo die Minions drin waren. Und ein fünftes, wo das andere Minion drin war. Die habe ich jetzt aber schon mal rausgeholt. Hoffe, ich habe jetzt auch alles gekriegt. Ja. Okay. Natürlich mit Anleitung dabei. Sonst wäre es ja auch ohne Witz. Einen haben wir schon fertig. Mit den beiden Äxten. Den stellen wir mal jetzt zu den Oschis davor. So. Zwei habe ich schon mal die Füße reingesteckt, aber die Arme noch nicht. Weil, dazu komme ich eben jetzt. Die Arme, wenn ihr extrem robuste Finger habt, dann ist das für euch. Wenn ihr so zarte Fingerchen habt wie ich, ist das nichts für euch. Warum das so ist, zeige ich euch jetzt mal vom Nah. So, jetzt mal bei der Nahansicht. Die Tüten kommen erstmal zur Seite. So, hier haben wir die beiden Kandidaten. Fangen wir mal mit dem an. Das ist dann einfacher, da kann ich schon mal die ganzen Teile erstmal abnehmen, wie er war. So, normalerweise kommt das Ding so an. Die Füße müsst ihr euch jetzt wegdenken, die sind auch noch zum Reinklipsen. Also Kopf, das Auge und die beiden Latzhosen mit Füßen dran. Jetzt habt ihr hier die schönen Arme. Yay, Arme! So, was ihr jetzt bei den Armen seht, hoppala, wenn ihr es seht, die haben so kleine Kugelgelenke, also kleine große Kügelchen. Die müsst ihr jetzt in diese Löcher hier reinkriegen. Könnt ihr natürlich auch so machen. Allerdings ist das echt anstrengend. Obwohl, oh, so geht's eigentlich. Okay, das ist jetzt überraschend für mich, weil vorher hat es nicht geklappt. So geht eine rein. Jetzt ist aber die Frage, passt die Latzhose jetzt noch drüber? Also ich kann natürlich jetzt die Latzhose einmal hier so einhaken und dann versuchen, darüber zu trödeln. Das geht. Aber geht das auch, wenn ich den zweiten benutzen möchte? Das ist die andere Frage. Ich kann es ja mal probieren. Ich glaube nämlich, es funktioniert nicht so gut. So, zweiter Arm. Oh, das ist dumm. Ich möchte schon echt Druck anwenden, aber es geht wohl rein. Okay, jetzt probieren wir es mal mit der Latzhose. Ja, gut. Erster Arm, kein Thema. Zweiter Arm, ja, da wird es schon wieder eng. Gucken wir mal, ob wir das so weit biegen können, dass es da reinpasst. Na. Also mit ein bisschen Gewalt. Nicht zu viel, aber... Also seht schon, es ist schon echt Aktenakt. Vielleicht stelle ich mich auch nur blöd an. So, jetzt probiere ich es nochmal ohne. Na, Arm ist sowieso ab. Okay. Also. Ja,
Jetzt versuche ich nochmal den Arm da reinzukriegen. Ich habe es vorher echt mich schwer getan, diese Arme da reinzustecken. Im Nachhinein frage ich mich, warum. Jetzt hat es geklappt. Okay, super. So, dieser kleine Mini ist jetzt fertig. Laut der Anleitung soll er natürlich noch die beiden, hier sehen wir da, na, die Lalülalas auf den Kopf kriegen. Die haben wir hier. Die werden einfach hier oben eingesteckt. Gucken, dass das Gummi nicht verrutscht. Und ein bisschen Druck. So, da habt ihr die Teile. Die anderen Teile sind natürlich jetzt hier in der kleinen Tüte mit drin. Das gleiche passiert dann beim dicken Minion. Den habe ich schon so weit zusammengebaut. Da versuche ich jetzt auch mal den Arm reinzudrücken. Ja, jetzt geht es schon mal nicht mehr so gut. Das war nämlich das Problem, was ich hatte. Ich habe da Ewigkeiten dran rumgedoktert, bis ich so einen bescheuerten Arm mal da drin hatte und habe schon Megablocks verflucht, dass die Dinger nicht fertig montiert verschicken. Weil ihr drückt euch echt die Daumen kaputt. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Die ging ja von dem Kleinen ging ja relativ fix da rein, aber hier Monsieur, weil die auch die Hände, die drehen sich ja auch. Hier, die drehen sich ja mit. Ich habe keinen Ansatzpunkt und da die auch noch gebogen sind, die Arme. Na, oh, lecko mio. Ah, so, ist er drin. So, haben die drei Minions fertig. Oh, der hängt ein bisschen auf 7:30. So. Drei Minions sind durch. Jetzt baue ich mal schnell im Zeitraffer für euch den Rest auf. Das ist also jetzt das fertige Set. An sich ist das ja ganz witzig. Also ihr habt auf jeden Fall drei Spare Parts. Ihr habt einen Einer-Block, einen Zweier-Block und eine Flamme ist zu viel. Es sollte nicht nur drei Flammen sein. Ich habe aber vier bekommen. 1, 2, 3, 4. Ja, die könnt ihr halt, wie ihr wollt, benutzen. Ich habe es jetzt einfach mal vor die Tür gesetzt, weil nur, dass der Tisch brennt, ist ja auch ein bisschen langweilig. Wenn ich jetzt so bedenke, Preis-Leistungs-Verhältnis, lohnt sich dieses Set nicht. Ihr könnt, also wenn ihr absolute, totale Fans von diesen Viechern seid, also ich finde die auch total cool. Ich werde mir auch den Film angucken jetzt im Dezember oder dieses Jahr besser gesagt. Aber für das Geld, für 17 Euro, ist die Qualität echt nicht akzeptabel. Ihr seht teilweise an den Steinen, dass die Druck oder die Einspritzung des Kunststoff mangelhaft ist. Es sind noch ein paar Sachen übrig, also kleine Abstände. Dann passen sie nicht ganz genau. Manche Teile sind zu locker. Diese Action-Szene, wie ihr hier seht, mit dem Schlauch, werdet ihr niemals hinkriegen, weil die Schläuche viel zu starr sind in dem Sinne, in der Form und diese Flexibilität bzw. diese Form gar nicht bekommen. Geschweige denn hier so ein Looping reinbekommen, werdet ihr nicht hinkriegen. Die Minions, muss ich trotzdem sagen, sehen echt cool aus. Die Drucke sind auch ordentlich, die Haare sind nicht verschwommen oder sonst irgendwas, die sind alle sehr ordentlich gemacht. Die Qualität der Steine hier zum Beispiel, diese durchsichtigen roten Steine, nein, kann Lego besser, haben die echt, ich sag mal so, Megablock hat da echt nichts gemacht. Die finde ich jetzt nicht so hundertprozentig. Des Weiteren könnt ihr die Minions auch an den Schlauch befestigen selber, also selber, das war jetzt ein deutscher Satz, oder? Ihr habt hinten so eine kleine Einsparung bei den meisten, also bei dem großen, bei dem kleinen hier und bei dem ist auch eine. Könnt ihr quasi an den Schlauch ranmachen, dass er so fliegt. Könnt ihr aber auch sein lassen. Hoppala. Aber als Gag ist es witzig. Da ich echt ein großer Mini-Fans bin, bin ich jetzt nicht unbedingt böse, dass ich es mir gekauft habe. Ich wollte es euch mal zeigen. Die Einsparung, ihr seht es am besten, wenn ich das Ding umdrehe, so von hinten. Seht die ganzen Löcher, die ganzen Steine. Hier, hier, da, 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 da. Überall wurde Material eingespart. Und dafür dann 17 Euro zu verlangen, finde ich schon echt dreist. Wahrscheinlich kostet das ganze Set nur 2 Euro und der Rest geht für die Lizenz von Despicable Me drauf. Also für Ich Unverbesserlich drauf. Es gibt auch noch einige andere von diesen Sets. Es gibt so kleinere Sets zum Beispiel. Ich zeige es euch mal schnell hier, Whoopi, wenn das zu sehen ist.
als Surfer-Café mit Surfbrett, drei Minions, im Hula-Rock, dann als DJ mit DJ-Pool, zwei Boxen und einem Minion und einem Minion nochmal am Strand mit einem Schirmchen. Das gibt noch eine Box, und zwar ist es dann das Fahrzeug von Gru, dieser große graue, wie keine Raketenwagen, wie ihr das nennen wollt, den gibt es auch noch. Der kostet aber auch, wenn wir sprechen, 40 Euro. Wenn ihr die unbedingt haben wollt, kann ich nicht sagen, kauft sie euch. Es ist euer Geld. Ihr könnt damit bestimmen, machen, was ihr wollt. Ich würde das nicht nochmal kaufen, aufgrund der Verarbeitung und der Qualität, was ihr dafür bekommt. Ich habe jetzt drei Minenzüge, die ich mir wünschen kann. Super als kleines Display. Passt zu meinen anderen Leuten. Aber es wird das einzige Bündel sein und die einzige Set sein, was ich mir gekauft habe und kaufen werde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat euch informativ weiter nach vorne gebracht und ihr werdet diese Figuren auch kaufen können oder halt eben nicht. Ob es die jetzt schon in Deutschland gibt, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Das nächste Mal, wenn ich irgendwo in einem größeren Spielzeugladen bin mit dem großen R dabei, schaue ich mal rein und vielleicht kann ich euch da ein bisschen Update geben. Aber ich bin von der Qualität her enttäuscht und von dem Umfang für das Geld gibt es bessere Sachen. Auch von Lego. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Noch mehr freue ich mich über Kommentare. Über negative Kommentare freue ich mich auch. Wenn ihr sagt, hey, das ist totaler Schwachsinn, was du erzählst, begründet das aber bitte. Es bringt mir nichts, wenn ihr reinschreibt, das war scheiße. Gab es auch schon mal. Was denn genau? Wenn ihr euch nicht artikulieren könnt oder es mir nicht sagen könnt, kann ich es nicht verbessern. Dann wird es das nächste Mal wieder so scheiße sein wie das letzte Mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Es wird wieder ein Unboxing sein am Mittwoch. Danke fürs Zugucken, ihr Kekse. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ba ba na 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 na